Sobald ich anfange zu reden, möchte sie dann vom Arm wieder runter. Einen schönen Wochenstart. Ich grüße Sie und grüße euch. Da ist dann nachts immer jemand mit mir beim Arbeiten. Nur, dass sie schnurrt und schläft. Und wir können schnurren und schlafen, Winterschlaf halten. Es wird eine kalte Woche werden. Auf der anderen Seite wird es eine Adrenalinwoche werden. Mit dem, was uns die Wetterküche da vor allen Dingen für den Südwesten bereithalten wird. Mit einer Luftmassengrenze samt möglicherweise viel Schnee. Wir haben also die Ruhe vor dem Sturm. Den gibt es auch. Und das ist ein Foto von Martin aus dem Erzgebirge. Vielen Dank dafür. Wir blicken mal ganz kurz zurück. Wie war der Januar 2021 bisher? Mit einer Durchschnittstemperatur von 0,4 Grad war im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel noch 1,2 Grad zu mild. Dazu war viel zu trocken. Im Nordosten gab es zwar Niederschläge, nach Südwesten zu so gut wie gar nichts. Und genau hier wird in den nächsten Tagen ganz viel von oben runterkommen. Die Sonne war kaum da. Wir haben gerade mal 6% des Sonnenscheins soll es erreicht. In der rund ersten Dekade kommt vielleicht heute 1% dazu, aber das ist schon sehr unsonnig gewesen. Und jetzt schauen wir mal an, wie der Januar von den Temperaturen bisher war, auch im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 61 bis 90. Und das ist die Vorhersage. Es geht deutlich nach unten und nehmen wir das neue Klimamittel, das deutlich höher ist, dann wird der Januar nach diesem Klimamittel mehr oder weniger die ganze Zeit unterdurchschnittlich verlaufen. Wir blicken ganz kurz auf die Temperaturen, wie wir es gerne an dieser Stelle machen, der 2-Meter-Werte und der Niederschläge für den Norden Deutschlands. In 2 Meter Höhe, das wir am Thermometer messen, das Tief, das da reingezogen kommt, mit Wind wird Regen bringen. Dann kommt eine trockene Phase mit Temperaturen von um und unter 0 Grad. Und hinten raus bleibt es bei den meisten Modellberechnungen kalt. Und nach dem 20. Januar sind sogar einige dabei, die noch weiter runtergehen. Einige Läufe zusammen mit Niederschlägen, das meiste hier von Wehrschnee. Das wird ein sehr spannender Monat werden. Wenn wir in den Süden Deutschlands schauen, dann müssen wir die Skala ein bisschen hochsetzen. 0 Grad hier. Das, was wir hier unten sehen, diese Zacken, das ist diese Luftmassengrenze, die sich hier bemerkbar macht, mit eben noch größeren Temperaturunterschieden zwischen Regen und Schnee. Da kann viel passieren. Für die Schneefreunde im Idealfall kommt da 1 Meter Schnee runter. Und im weiteren Verlauf, wenn es trockener wird, gehen die Temperaturen deutlich nach unten. Und wir müssen noch eine Zusatzlinie einziehen, die minus 20 Grad. Denn die werden hinten raus auch tangiert. Es sind nur wenige Läufe dabei, die in den Plusbereich gehen. Der Januar scheint sehr kalt werden zu wollen. Und das ist das, was momentan vom amerikanischen Wettermodell GFS berechnet wird, bis einschließlich Donnerstag, an Schneesummen von den Alpen hier über Baden-Württemberg bis in die Gebiete westlich des Rheins. Zoomen wir mal rein, da wären es am Alpenrand bis zu 100 cm Schnee und hier im Südwesten, auch selbst im Flachland, zwischen 20 und 40 cm Schnee, zumindest im höheren Flachland, da dürfte einiges runterkommen. Wenn wir das deutsche Modell ICON anschauen, das es sogar noch ein bisschen offensiver bringt, mehr Schnee im Flachland, auch sonst einiges an Schnee. Und auch hier zoomen wir rein, da hätten wir ebenfalls am Alpenrand zwischen 50 und rund 100 cm Schnee bis ins Allgäu rein, dann über die Alp, den Schwarzwald bis in die Mittelgebirge westlich des Rheins. Da ist viel Musik drin in dieser Woche, aber auch viel Möglichkeit, dass das Ganze als Regen runtergeht. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Apropos Regen. Wir starten heute mit Regen und zwar im Norden. Da regnet es immer mal wieder. Im Binnenland ist es Schneeregen und weiter in den Mittelgebirgen so ein bisschen Schnee. Drumherum haben wir eine Mischung aus Wolken und Sonnenschein und dann gibt es so ein Gebiet, da haben wir so einen milchig matten Sonnenschein und in einigen Niederungen Süddeutschlands, da hält sich noch Nebel, ebenso im äußersten Süden Österreichs. Sonst ist es sonnig, im Norden sehr windig, teils schon stürmisch. Die Temperaturen erreichen hier 1 bis 6 Grad, sonst minus 6 Grad in einigen Alpentälern und bis zu plus 2 Grad beispielsweise an Rhein, Main und Neckar. Der Wind wird das Thema sein. Die kommende Nacht rappelt es ganz schön. Das sind die Spitzenböen in Kilometer pro Stunde. Es ist sehr, sehr unruhig. In den Frühstunden morgen verlagert sich das Windfeld in den Süden Deutschlands. Im Norden wird es ein bisschen ruhiger. Da springt der Wind, da kommt eine Kaltfront durchgezogen. Dann haben wir den schon mal erwähnten Leitplankeneffekt. Das Windfeld wird nach Süden gedrückt, kann nicht über die Alpen drüber schwappen. Und dadurch entsteht eine Düse und der Wind flutscht dann weg. Das heißt, um die Mittagszeit haben wir hier die größte
größten Spitzenböen, wenn die Front herangezogen kommt, mit der Gefahr von Sturmböen. Da kann es in exponierten Lagen auch mal den einen oder anderen Baum treffen, der umstürzen kann. Es wird kurz und heftig werden. Später dann am Abend lässt das Ganze nach. Es ist zwar hier noch windig, das nächste Windfeld kommt dann herangezogen von der Nordsee in der Nacht auf Mittwoch. Das Wetter dazu bringt uns in den Frühstunden die Schneefront in der südlichen Mitte. Dahinter geht das ziemlich schnell wieder in Regen über, an den Küsten wieder in nassen Schnee. Im Laufe des Tages und um die Mittagszeit zieht die Front bis zu den Alpen. Dann kommt der Leitplankeneffekt eben. Es ist dann in den Niederungen Regen, in den Mittelgebirgen wieder Schnee und bis zum Abend verlagert sich das immer weiter südwärts. Dahinter kommt an den Küsten die Sonne heraus. Davor haben wir auf der Alpen-Südseite so eine Mischung aus Wolkenfeldern und Sonnenschein mit so Föhneffekten. In den Schneefallgebieten, gerade in den Mittelgebirgen, haben wir Glättegefahr. Wir haben diesen ruppigen Seitenwind. Und im Bayerischen Wald beispielsweise, im Erzgebirge, auf der Alp, im Schwarzwald und im Allgäu sowie im Alpenraum oberhalb von 700, 800 Meter Höhe auch die Gefahr von Schneeverwehungen. Am Abend liegt dann dieses Niederschlagsgebiet an den Alpen. Es wird kurzzeitig mal bis 700 Meter Höhe nasser Schnee sein oder sogar in Regen übergehen. An den Küsten folgen ein paar Schauer, teils als Schneeregen, teils als Schnee, teils als Graupel, örtlich auch mit Gewittern durchsetzt. Die Temperaturen erreichen 0 bis 7 Grad. Es wird dann auch gleichzeitig der wärmste Tag der Woche werden. Der Mittwoch bringt dem Osten einige Schneeschauer. In tiefen Lagen Richtung Nordsee ist es zum Teil mit Regen vermischt. Im Südwesten der Schweiz fällt ebenfalls Regen. An den Alpen noch etwas Schnee. Drumherum haben wir viele Wolken, etwas Sonne zwischendurch. Freundlicher ist es in Schleswig-Holstein und auf der Alpen-Südseite. Hier haben wir den Nordföhn. Und es ist windig. In der gesamten Nordosthälfte haben wir starken bis stürmischen Wind und wieder die Gefahr von Schneeverwehungen im Erzgebirge. Jetzt habe ich diese drei Ausrufezeichen da vergessen oder diese drei Warnzeichen. Die Höchstwerte liegen bei 4. Nein, nicht bei 4, bei minus 1 Grad im Bergland und bei bis zu plus 6 Grad am Rhein. Und dann kommt sie, diese Luftmassengrenze, wo immer noch nicht sicher ist, wo die liegen wird, dann in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag. Momentan schaut es so aus, als würde es von Hohes Venn und Eifel diagonal runter bis nach Oberbayern und in die Alpen rein schneien, südwestlich davon regnen. Wenn sich diese Luftmassengrenze 50, 100 oder 200 Kilometer weiter nach Osten verlagert, schneit es eben hier. Der Südwesten hat Regen und umgekehrt, da kann es auch in den Südwesten ziehen, dann ist es hier trocken und da, wo wir den Regen sehen, da schneit es. Immer noch Unsicherheiten. Ansonsten haben wir Wolken und Sonne im Wechsel, im Erzgebirge schneit es noch ein bisschen. Bei Temperaturen hier von minus 5 Grad, sonst sind es minus 3 bis plus 3 Grad, wird also schon wieder kälter. Nur im äußersten Südwesten und Westen der Schweiz, da sind es so 4 bis 8 Grad plus. Am Freitag setzt sich dann wieder Kaltluft durch. Es schneit noch ein bisschen in den östlichen Mittelgebirgen, sowie am Alpenrand im Südwesten der Schweiz. Es ist immer noch Regen und zwischen diesen Schneefallgebieten scheint vorübergehend die Sonne. Sonst haben wir viele Wolken und Sonne. Die Höchstwerte erreichen minus 6 Grad am Alpenrand und plus 4 Grad im Südwesten der Schweiz. Und damit es ruhig werden und vor allen Dingen kalt. Es werden wohl die kältesten Tage des Winters bisher werden, die uns am kommenden Wochenende erwarten. Mit einer Mischung aus vielen Wolken und ein bisschen Schneegriesel. Zwischendurch zeigt sich die Sonne. Wir haben auch viel Nebel und Hochnebel. Ist relativ unaufgeräumt, vor allen Dingen mit wenig Wind. Und es kühlt ab. Die Höchstwerte liegen bei minus 8 bis minus 2 Grad. Kälter ist es über den Schneeflächen in Alpennähe. Ein bisschen milder ohne Schnee im äußersten Nordwesten und an der See. Und denkt an genügend Frostschutz fürs Scheibenwischwasser. Das sind die Nachttemperaturen, die wir am kommenden Wochenende haben werden. Unter Wolken und ohne Schnee sind es 0 bis minus 5 Grad, sonst minus 5 bis minus 15 Grad, je nach Aufklaren. Und bei längerem Aufklaren über Schneeflächen auch mal um und unter minus 20 Grad. Das ist jetzt keine Dramatik und kein Schock, sondern einfach Winter. Ich danke fürs Zuschauen und bleibt entspannt. Jetzt haben wir natürlich noch ein kleines Schmankerl und zwar blicken wir nach Sibirien. Da war es ja am Anfang des Winters noch deutlich zu mild und da gab es auch Unkenrufe, wir können gar keinen Winter bekommen, weil es da so mild ist. Und das sind die Ensembles, die 15 bzw. 16 Tage Trends für Sibirien. Die rote Linie ist das Mittel aus 30 Jahren der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie die Vorhersage gemittelt aller Einzelläufe. Und wir sehen, letztendlich bleiben wir auch hier in Sibirien unterdurchschnittlich. Und wenn wir mal auf die Skala schauen, wie warm oder kalt das da ist. Wir
orientieren uns an minus 5 Grad, mal 0 Grad, mal minus 10 Grad. Da sind die Durchschnittstemperaturen bei minus 24 Grad und die Prognosetemperaturen zwischen minus 32 und minus 28 Grad in 1500 Meter Höhe. Hübsch frisch und die Kälte hier in Sibirien, die bleibt.